Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Holstein und Dwars und Achten über Hamburg. Ich meine, Wetter ist so schlecht, denn blieb man zu Hause, ne? Sicher das, wir haben gerade in Köln eine ähnliche Erscheinung. Gerade der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Gestern war es am Fieseln, heute ist es am Rennen. Und das Meteorologische Institut setzt für morgen der gleiche Driss. Dies ist überraschend, Kimmer. Gerade jetzt, wo man sich hingestellt hat, auf ein leichtes Gewand, was ist, Kimmer? Ein Schnürregen haben wir. Ich sage Ihnen, das ist ein richtiger Sauwetter, ein Elenix, ein Sauwetter haben wir es erzählt. Aber wir haben nicht fast in der Glückstopp, sage ich Ihnen, seit 3 Minuten haben wir das schönste Wetter. Gerade so, wir haben es sonnig. Weiß ich mal? Ah ja, so ist. Hallo, mir sag's gleich. Gerade eben fahr's schon wieder aus. Ist am Regen und jetzt sind die ersten Tröpfel schon gerade gefallen. Das Beste, sie geht wieder ins Häusle. Ich weiß nicht, was die Berliner mal wollen, von wem Berlin ist eine Reise wert. Ja, ich erzähl mal, ich hab mir gestern einen leichten Mantel gekauft, ja. Jäg raus, ich hab hier vor und sag ihnen, ihr könnt mal peitschen, ja. Jetzt sitze ich damit, also, ich will mal sagen, wenn sie wirklich nach Berlin kommen, ja, suchen sie sich mal eine andere Zeit aus. Also, zur Zeit, ja, können sich nasse und kalte Beine auch woanders holen. Ei, horchen Sie mal, das ist doch furchtbar. Hier bei uns in Frankfurt in der Kaiserstadt. Ich meine, wir haben doch die Brüder hier von der Wetterstation. Da haben die ihr Büros hier bei uns in der Kaiserstadt und die machen uns so Wetter. Ich meine, das ist doch furchtbar. Also wirklich, horchen Sie mal, Herrschaftsbosse sind es. Das ist furchtbar. Erbarmung, was haben wir in Königsberg? Ein Wetterchen? Na, wenn ich Ihnen sag, also wir haben keinen Sandsturm, nicht, nein. Wir haben gar nichts, keine Springflut, kein Gefrier und so, gar nichts. Das ist richtiges Pumuckelskopfwetter, richtig, ja. Also ich weiß nicht, wir reden oft über das Wetter, aber zur Zeit, man weiß gar nicht, worüber man überhaupt noch reden soll. Lerge, verfluchte Piranha, verstehst du? Kommst du nach Breslau zu uns in die Siebenbürger, verstehst du? Wenn du kommst, gutes Wetter, kommst du nicht schlechtes Wetter. Aber wenn du kommst bei ihnen Wetter, kriegst du immer einen guten Schnaps, verstehst du? So machen wir das. Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelaber ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich mein Rat sagen. Das ist nämlich Irrchen Sohn Lümisch, der hier Anfragen stellt. Und wir wissen auch, woher diese Anfragen kommen. Nämlich von den monopolkapitalistischen Ländern. Und darum sagen wir, wir schalten ab. Auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover ist heute der Wille zur Wiedervereinigung bekräftigt worden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel sagte vor rund 10.000 Menschen, Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Auch die, so Weigel, ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße gehörten zur deutschen Frage. Das deutsche Wiedervereinigungsgebot war heute das zentrale Thema des Schlesier-Treffens. Auch wenn in Hannover die Einigung Europas als eine wichtige Voraussetzung für ein freies, geeintes Deutschland gesehen wurde, ließen die Redner keinen Zweifel daran, dass dazu letzten Endes der Wille der Deutschen selbst entscheidend sei. Der Hauptredner der heutigen Kundgebung, der CSU-Parteivorsitzende Theo Weigel. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung. Die Lage